Nein, ich weiß es nicht. Das sind wieder Magierlegenden. Sehr, sehr alte Magierlegenden. Heutzutage kaum noch in den Köpfen der Forscher. Merkt euch vielleicht einmal, warum. Nun, es steht nicht geschrieben, wo, wem oder wo er geopfert hat, nur dass er es getan hat. Aber nun ja, was sind wir schon? Die Fehler unserer Vergangenheit, unserer Vorfahren zu tadeln. Ja, sie nicht. Aber mir, wenn ich das jetzt richtig verstehe, hat er einen Teil eines Landes geopfert, um länger zu leben? Nun ja, es steht nur, dass seine magischen Kräfte dadurch exponentiell angewachsen sind. Er opferte nun ja alles Leben in Man diesen Landstrichen. den Tod verkocht, Raphim. Nicht die letzte Weisheit der Magie. Blutmagie war in den alten Zeiten nur nicht so verpönt wie heutzutage. Sie war ein gängiges Mittel, nur nicht in solch gigantischen Ausmaßen. Ich zweifle an, dass ein solch gigantisches Ausmaß überhaupt zu realisieren wäre. Große Menge an Fokuspunkten und Knotenverbindungen, die man bräuchte, um die einzelnen Ritualplätze miteinander zu verbinden, wäre von einer derart immensen Art, dass eine ganze Legion an ausgebildeten Magiern sie in einer Lebzeit nicht hätte herstellen können. Ich denke, Abelmir, ihr lest zu viel in die übertriebenen Ver Sorry, ihr lest zu viel in die übertriebenen Legenden der Vergangenheit hinein. Nun ja, manchmal steckt ein Körnchen Wahrheit in diesen Legenden. Man sollte sie nicht unterschätzen. Aber wo waren wir? Dieses Buch, habt ihr es zufällig hier? Er setzt seine Teetasse ab und geht dann zu einer großen Bibliothekswand, wo er dann ein großes Buch herauszieht mit vielen Schriftstücken, die da wohl reingeheftet worden sind, und gibt es dann zu Lamin. Danke. Das Werk Ergentim, das Erbe der Rasse. Ich halte es ein bisschen in Richtung Abemir, den es sehr, sehr interessiert. Vielen, vielen Dank. Nun, können wir sonst noch etwas für euch tun, um euch zu einer Kooperation zu überreden, oder? Nun. Ich werde eventuell eingreifen, aber Schiffe sind nichts für meine Seite, für meine einer. Ich werde den Kampf vor der See betrachten und dann entscheiden, wie wir weiter verfahren wollen. Erzählt uns doch noch ein wenig über diese Eisgrotte. Ist sie Teil eures Anwesens oder verstehe ich das zu lokal? Ich besitze über viele Anwesen, aber ja, wenn man mag, so ist diese Eisgrotte mit meiner Villa verbunden, ja. Werde sie euch zeigen oder den Elementaristen, wenn es nun daran geht, diesen Meister zu beschwören, um ihn gegen die Heptarchie zu schicken. Ich verstehe. Wir würden euch also kurz bevor es zur Schlacht kommt, hier noch einmal aufsuchen, so dass unsere Elementaristen die Grotte nutzen können. Korrekt. Warum genau helft ihr uns? Euch scheint das drohende Schicksal des südlichen Kontinents nicht sonderlich zu bekümmern. Nun, es mag die letzten paar Jahre hier durchaus Trübsal gegeben haben oder Langeweile, aber das Ende aller Zeiten wäre doch nicht in meinem Interesse. Ich ziehe es doch durchaus vor, dass die Welt so wie sie ist bleibt. Und da die Kausalknoten so sehr dicht bei mir sind, ohne dass ich mich weitaus erheben müsste oder durchs Land reisen müsste. Nun, sah ich es wie ein Fingerzeig von den Göttern, nun, dass ich in diesem Kampf dabei sein darf.
Nun, wenn wir schon metaphorisch gesprochen in eurem Vorgarten herumtrampeln. Genau. Nun, mir scheint, ist diese Unterhaltung beendet oder könnt ihr uns sonst eine Hilfe noch irgendeiner Art anbieten? Naja, bevor wir gehen, habe ich noch eine Frage, wenn ihr so nett sein würdet. Selbstverständlich. Ihr seid doch schon sehr lange in der Stadt, nehme ich an. Sehr lange. Könnt ihr mir was über den Satinav-Tempel erzählen? Irgendwas, was nicht jeder auf der Straße wüsste? Der Satinav-Tempel? Nun, ja, ich habe ein gewisses Interesse für Zeit, müsst ihr wissen. Es ist tatsächlich der einzige Tempel Aventuriens, in den Menschen Dachas die Zweiheit von Welt und Zeit verehren. Es gibt wenig weitere Tempel, die Satinav gewidmet sind hier, aber auch Satuaria, die ebenso in den Mutterschoß sitzt. Es sind zwei Tempel, die durch einen kurzen Gang miteinander verbunden sind. Ihr könnt ihn euch auf der anderen Seite der Stadt ansehen. Eine aufrechtgehende Hornhexe und die Mutter aller Hexe. Die Krötengestalt. Ja, habt ihr vielleicht einen Vorschlag, wie ich mich sympathisch machen könnte bei diesen werten Damen und Herren? Ich bräuchte vielleicht ihre Hilfe. Vom Herrn der Zeit oder von der Meisterin der Zauberei? Ich befürchte sogar beides. Nun, ein Opfer an die Hexen. Sie fluchen gerne, sie mögen Emotionen. Ich denke, ihr könntet ihr ein Versprechen geben. Satuaria schätzt Versprechen und Flüche und Rache. Blut mag sie auch. Oder Sperma. Sperma. Ich würde Abel mir zweimal kräftig auf den Rücken klopfen und ihn ankürzen. Ja, Abel, mir das Grüße hin. Warum sollte ich Satuaria etwas opfern? Ich will nichts von ihr. Und gibt es einen Vorsteher in diesem Satinav-Tempel? Im Satuaria-Tempel. Es gibt einen Priester, der oft weiter draußen im Sumpf sitzt, aber wenn ihr Glück habt, dann mögt ihr ihn antreffen. Nun, vielleicht können wir ihm von euch viele Grüße bestellen, um nur eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu kreieren. Ich glaube nicht, dass er mich als sonderlich schätzt. Aber sein Name ist Zafshar Sitt. Ist es ein Achaz? Es ist ein Achaz, ja. Das wird ja Voltax freuen. Noch ein Problem mehr. Nun gut, wir werden sehen. Dieses Buch hier, ich klopfe auf den Buchrücken. Wollt ihr es zurückhaben? Behaltet es. Es ist ein Unikat, aber das wurde die letzten vielen, vielen Jahre nicht mehr gelesen. Behaltet es. Ich werde es wohl verwahren. Und Rafim, was ihr dem Meister der Zeit auf seinem Schiff schenken könntet, wäre ein bisschen eurer Zeit. Ja, ihr möchtet es vielleicht nicht glauben, aber davon habe ich leider nicht mehr allzu viel. Aber hier, danke für euren Hinweis. Vielleicht könnt ihr etwas, ja, Satuaria opfern. Rafim, der ist ja groß und stark. Ja, wir werden uns schon sympathisch machen. Ich danke für die Einladung in euer, möchte ich es einmal nennen, mehr als faszinierend.
immer wieder gerne. Durch selbstverständlich für alle erbrachte und versprochene Hilfe höchst dankbar. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Wer weiß, wo sich Kars Kippen kreuzen. Nun, zumindest sammeln sich all diese Ketten demnächst hier. Auf dann. Bis zum nächsten Mal. Mögen die Götter mit euch sein. Wenn ihr euch erhebt und dann wieder nach draußen geht, könnt ihr wohl sehen, wie unten in der Eingangshalle gerade die Diener dabei sind, mit vielen Besen die Eingangshalle zu fegen. Ihr könnt roten, glasigen, scharfkantigen Sand erkennen, der jetzt wohl gerade aus einem der Räume in die Eingangshalle geweht worden ist. Und sie sind wohl gerade penibel genau damit beschäftigt, all diesen Sand wieder zurück zu fegen. Es riecht doch so ein bisschen wüstig in diesem Raum. Sand der Goa. Ja, wartet, lasst mich etwas probieren. Ich möchte gerne auf einen der Diener zugehen und ihn auf Attack fragen, was ist dein Name? Wie soll er dir auf Attack seinen Namen sagen? Weil Attack eine Zeichensprache ist? Ja, Attack vermittelt Konzepte und keine Buchstaben. Ich vermute, dass so du alles einzelne Buchstaben durchgeben kannst. Also sowas wie, was ist dein Name, bekommt er wohl hin. Er antwortet mit König. Nein, das ist schon Raffins Name. Khalid. Wie lange hier? 20. Glücklich? Er überlegt kurz und macht dann... Woanders geht's schlechter. Da möchte ich lächeln, ihm mal auf die Schulter klopfen und die Götter mit euch. Er nickt. Und mit dir. Seht ihr, aber mir, so macht man Freunde. Nicht indem man Leute auf komische Bücher anspricht. Nun ja, wenn du mit Stummen sprechen willst, ich hab's gern. Aber. Das ist ein Diener. Die haben ihre Augen überall. Nun ja, deswegen hat man ihn wahrscheinlich auch die Münder vernäht. Eine zugegeben sehr rabiate Methode, aber wirkungsvoll. Also Raffin, aufgrund von den fehlenden Gliedmaßen, also mal ist es ein Finger, mal ist es eine Hand, mal ist es ein Arm, immer mal was anderes oder dass sie eine Prothese tragen am Fuß oder ans Bein. Du weißt, dass das also andere Sklavenbesitzer würden keine Freude mit solchem Personal haben. Die würden auf der Straße höchstwahrscheinlich sehr schnell verhungern oder abgestochen werden. Dass sie hier tatsächlich eine Anstellung haben und dass sie hier behandelt oder gut behandelt werden, das hilft denen mit diesen Verwundungen oder Versehrnissen schon wirklich weiter. Also ich habe den Eindruck, was Sklavenhalter angeht, ist er vermutlich kein schlechter. Nein, also sie haben halt auch keine Peitschennarben oder sowas. Oder dass ihnen irgendwas mit einem Frigifaxius oder sowas in die Brust gezaubert worden ist. Also so eine Verletzung haben sie nicht. Sie sind tatsächlich einfach nur ein Kuriosum. Er sammelt sie, weil sie besonders sind dadurch, dass sie eingeschränkt sind. Mir runzelt die Stirn. Ein seltsamer Fetisch. Warum Gorsa? Naja, er hat ja gesagt, dass er viele Anwesen hat. Igor ist ein Ort der Macht. Aber warum Sand aus der Gor? Naja, Abelmir, was ist denn in der Gor passiert? Du weißt ja immer so einen uninteressanten Quatsch. Nun ja, dort fand er die zweite Dämonenschlacht statt, in der Rohal Borbarat verbannte. Zwar nicht für lange, aber nun ja, fürs Erste. Nun, er soll dort eine schwarze Festung gehabt haben, in der Gor. Angeblich soll sogar die elementare Zitadelle
der Macht, der Kraft existiert haben, bevor Mada sie zerschlug. Genau das meine ich doch aber. Warum nicht Knochen aus der Regur? Warum nicht ein Fulgurit, wenn man unbedingt ein, sage ich, eine Verkapselung magischer Kraft braucht? Warum Gorsand? Beschäftigt eher die Frage, wie? Hat er dort drin ein Portal, durch das der Sand hereinweht? Vielleicht existiert in der Stadt ein Portal, durch den dieser Sand hereingeweht wurde. So sonderlich weit ist es nicht. Vermutlich hat er ihn herbeischaffen lassen. Nun ja, man betritt die Gur nicht leichtfertig, nicht für Sand. Nun, man ist doch nicht leichtfertig, ein Elementarist, der aus dem Handgelenk offenbar darüber spricht, einen Meister der Elemente zu beschwören. Nun ja, die Gur ist kein Ort für Elementare. Man sagt eher sich, für Dämonen. Dass Hasrabal Ben Jakoban seine Golemiden aus dem reinen Sand der Gur macht. Aber was weiß ich schon. Lasst uns gehen. Ja, so könnt ihr wieder zurück auf die drückenden Straßen von Alt-Elem gehen und hört wieder das Schlurfen und das Flirren von Mücken. Nun, hier scheint ein ungesundes Interesse am Satinaf-Tempel zu haben. Wird dieser Ausflug, sagen wir, Konsequenzen haben? Nun ja, für mich sicherlich. Und nun, wenn mit euch habe ich nicht gesprochen, Abelmir. Ah, dann guck doch nicht in meine Richtung. Nein, Abelmir, ich stehe nur hinter dir, und weil du so klein bist, guckt er auch in deine Richtung. Naja, ich habe mir gedacht, wenn Abelmir das interessiert, dann interessiert mich das auch. Ihr müsst ja wissen, ich bin ein Mann, der sich schon immer sehr für Bücher und... Okay, ich wollte Abelmir mit meinem Wissen beeindrucken, ich bin ja ehrlich. Abelmir, hängt dir immer noch dieser unheilvollen Anrufung an? Ich muss sie durchführen, sonst bin ich verloren und alles ist verloren. Nun könntet ihr sie nicht durchführen, nachdem wir die wichtigeren Dinge hinter uns gebracht haben? Nun, ich fürchte nicht, die Zeit drängt. Die Gefahr besteht, dass Abelmir in der Schlacht fallen wird. Und dann hätte er keine Möglichkeit mehr, das Ritual durchzuführen. Nun, die Gefahr besteht, dass dies alles nicht mehr möglich sein wird. Es ist schwer zu erklären. Nun gut. Wenn ich euch erklären muss, wie man einen Bandkreis vernünftig zieht, ruft ihr mich, ja? Ja, gewiss. Nun, ich werde mich erstmal umschauen in diesem Tempel, um alles vorzubereiten. Ich hoffe, der Vorsteher des Tempels ist nun ja unserem Vorhaben gewogen. Beleidigt den Achas nicht versehentlich. Nun, falls er uns nicht gewogen ist, müssen wir andere Wege finden. Naja, ich weiß nicht, ob irgendjemand noch was Besseres vorhat, aber wollen wir nicht jetzt einfach dahin gehen, Abelmir? Ein guter Vorschlag. Ich glaube auch, dann habt ihr einen Eindruck und könnt besser planen, ob es sich um einen geeigneten Ort für euer Ritual handelt. Ich werde wohl mitkommen, falls ihr einen Übersetzer braucht. Ja, das könnte in der Tat hilfreich sein. Ja, so könnt ihr euch wieder aufmachen. Und als ihr gerade wieder auf dem Effortplatz steht, wo ihr die Eferdi schon auf euer Schiff gebracht habt, da könnt ihr sehen, wie aus dem Nebel eine Person in einer Admiralsuniform an euch herantritt, die euch mit zusammengekniffenen Augen mustert und dann vor euch in Hab-8-Stellung geht. Ah, Effort mit euch. Könnt Deirdre Sarnin erkennen, die Tochter von Rateral Sarnin. Und mit euch? Nun, ich habe gehört, dass wir uns in Selem treffen. Wir liegen alle auf verschiedenen Ankerpunkten. Unsere Schiffe sind leider etwas zu groß, möchte ich meinen, für dieses Delta. Was hat euch dazu bewegt, dass wir uns hier treffen? Entschuldigt, ich glaube, wir sind uns noch nicht begegnet, aber irgendwie erinnert ihr mich an jemanden. An meinen Vater? Rateral? Ah, jetzt ergibt einiges mehr Sinn. Deirdre Sarnin, von der Stern von Beilung. Sehr erfreut, wir hatten damals vor, euch aufzusuchen, aber irgendwie ist das in all
den Konflikten untergegangen. Schön, dass wir uns nun hier treffen. Und ihr seid Zulami, die Kapitana, ja? In der Tat. Eine von den Helden. Nun, ihr seid ja allesamt gleichermaßen verantwortlich dafür, dass wir uns in Selem getroffen haben. Nun, wir haben einige Schiffe zumindest anlegen können. Die restlichen liegen vor dem Delta. Und da sie die Einfahrt in das Delta selbst in den Zinto nicht wagen. Und jetzt liegen wir allesamt hier und ich frage mich, wie sollen wir kämpfen? Sollen wir diesen Hafen ausbauen? Nun, ich denke, ihr werdet mir zustimmen, dass dieser Hafen nicht optimal ist, um unsere Flotte zu beherbergen, auf gar keinen Fall. Ich war eben gerade schon auf eurem Schiff und hatte mich nach euch erkundigt und dort wurde mir gesagt, dass ihr nach Alt-Elem aufgebrochen seid. Dann hier auf dem Eferdi-Platz wollte ich noch zu der Eferdi selbst. Die habt ihr wohl auch schon eingeheimst. Alle wahnsinnig hier. Es macht in meinen Augen keinen wirklichen Sinn, dass wir hier langfristig bleiben. Wir suchen hier nur nach Informationen. Ich denke, für die Flotte ist das kein guter Ort. Gar keinen Fall. Aber habt ihr Meinungen zu besseren Orten? Wir gehen davon aus, dass die Schlacht im Seelengrund stattfinden wird. Ich kann euch jedenfalls versichern, dass ein einziger Batacheor im Fluss Delta die gesamte Flotte lahmlegen könnte. Ja, Dämonologen. Nun, andere Häfen, die mir einfallen, sind natürlich Port Zornbricht oder Miamat, aber die sind beide lanfanisch kontrolliert. Port Korrat würde ich vorschlagen. Aber, nun, der Seelengrund ist groß. Wirklich gute Häfen gibt es hier nicht. Im Port Zornbricht haben wir bereits ein wenig Kontakte geknüpft, da sie ja auch von der Schlacht betroffen sein werden. Wir ziehen ihn als Stützpunkt in Erwägung. Miamat steht als nächstes auf unserer Liste. Ich habe leider noch keine Ahnung, wie es dort vor Ort aussieht. Nun, langfristig bleiben möchte ich nicht. Starke Geister mögen den Fluch von Selem vielleicht abwehren, also mein Vater oder auch ich. Aber wenn unsere Mannschaft hier von Bord gehen soll, und es sind noch mehrere Monate, wenn ich diese Zeichen richtig gedeutet habe, dann werden wir in diesen paar Monaten keine Mannschaft mehr haben. Also, entweder begleite ich euch nach Miamat oder Port Zornbrecht, das ist mir einerlei. Alan Farn sind sie beide. Aber in diesen Zeiten sollte das wohl hoffentlich keine Rolle spielen. Politik. Kämpfen alle an einer Seite. Und wir hoffen, dass das die alanfanischen Häuser auch so sehen. Wie geht's eurem Vater? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Gut, er sitzt auf der anderen Seite und ist ebenso verwundert wie ich. Verständlich. Aber er wird die Seeadler demnächst dann sicherlich auch bald aus diesem Delta herauslenken. Werde dann die Zeichen dafür geben.